Sie könnte eine Messe der Superlativen werden. Die Didacta, heute in Hannover eröffnet, trumpft in diesem Jahr auf mit den meisten Ausstellern seit Anbeginn. Insgesamt 880 Unternehmen, Ministerien, Vereine und Verbände zeigen 5 Tage lang, was sie für die Bildung tun. Lernen mit modernen Medien, Inklusion, frühkindliche Bildung und das lebenslange Lernen sind die zentralen Themen der Messe. Dem fügte der niedersächsische Kultusminister während seiner Eröffnungsrede noch ein weiteres hinzu. Angesichts der Energiewende gehöre die sogenannte Energiebildung ebenfalls auf den Stundenplan der Schulen. Auch mit Preisen wird auf der Messe nicht gegeizt. Am Eröffnungstag zeichnete der Leiter des Mathematikums Professor Beutelsbacher Schüler aus, die die besten Videoclips zum Thema Mathe macht munter gedreht hatten. Und der Weiterbildungsinnovationspreis, kurz WIP genannt, machte in diesem Jahr das Dutzend voll, wurde er doch vom Bundesinstitut für Berufsbildung bereits zum 12. Mal vergeben. Thema in diesem Jahr: Weiterbildung für Ältere im Betrieb. Ausgezeichnet wurden 3 Projekte, unter anderem ein Programm für Frauen, die Führungskompetenzen aufbauen wollen. Wir wollen andere zum Nachahmen auffordern und animieren, aber auch andererseits daraus die Erkenntnisse ziehen, damit wir auch hier haben wir ja heute sehr viele Weiterbildungsanbieter, inspirieren, Anregungen geben können, worauf sie achten müssen, wenn sie gezielt Programme, Lehr-Lern-Programme für ältere Mitarbeiter auf den Markt bringen. Wie lernen wir eigentlich? Dieser Frage geht eine Vortragsreihe während der gesamten Messe nach. Prominenter Auftaktreferent heute, Professor Gerald Hüther. Das, was Schule auf alle Fälle hervorbringen müsste, ist ja eine Persönlichkeit, die über so viele Erfahrungen verfügt, und zwar über Erfahrungen, wie sie selbst in der Lage ist, sich in unterschiedlichen Bereichen auch zurechtzufinden, die in der Lage ist, ihre eigenen Talente, aber auch ihre eigenen Grenzen kennenzulernen. Und solche Menschen, denen das geschenkt worden ist, denen solche Erfahrungsräume angeboten worden sind, die entwickeln sich eben zu ziemlich kompetenten Persönlichkeiten. Von der Didacta müsse ein Appell für bessere Bildung ausgehen, hatte der Vorsitzende des Verbands Bildungsmedien, Wilmar Diebkront, am Messemorgen gefordert. Kein utopisches Verlangen, so scheint es, wenn man einen Blick in die gut besuchten Ausstellungshallen, die spannenden Foren und die intensiv geführten Diskussionsrunden wirft.